Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, Donnerstag, Nacht, das kennt ihr ja schon. Und ihr könnt heute mit mir über alle Themen reden, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Also Telefonnummer nochmal 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Und ich bin riesig gespannt auf die erste Anruferin heute Nacht. Die erste Anruferin ist 18 Jahre alt und sie heißt Melanie. Hallo. Hallo Domian. Hallo Melanie. Na, ja, wie geht's? Ja, mir geht's gut und selbst. Dankeschön, dankeschön. Ja, das freut mich ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um mich und meinen Freund sozusagen. Also ich bin nicht gerade treu in meiner Beziehung, was ja mir ziemlich leid tut. Ja, wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Seit 3 Jahren. 3 Jahre schon? Ja. Lange Zeit in dem Alter. Ja, allerdings. Finde ich. Mhm. Erste große Liebe. Allerdings, ja. Und du bist nicht treu. Ja. Seit wann? Ja, das hat dieses Jahr im Februar angefangen. Im Februar. Wer ist denn, gehst du mit, hast du einen anderen Typ nebenher oder mehrere? Ja, es sind eigentlich mehrere, also immer unterschiedlich. Wie viel denn? Ja, immer unterschiedlich seit Februar. Also mit wie vielen bist du denn schon fremdgegangen? Also das kann ich jetzt so genau gar nicht sagen, aber es sind ziemlich viele gewesen. Ja, hör mal, das kannst du auch sagen. Du kannst mir doch sagen, mit wie vielen anderen Jungs du noch Sex hattest seit Februar diesen Jahres, außer mit deinem Freund. Ja, so einmal in der Woche mindestens. Das dann jetzt auf 8 Monate gerechnet. Ehrlich? So oft? Ja. Einmal in der Woche? Ja, seit Februar? Ja, weil ich gehe auch ziemlich oft feiern und lerne dann ziemlich viel. Und das sind immer so One-Night-Stand-Geschichten? Ja, mehr nicht. Ja, mehr nicht. Ist gut. Das reicht ja auch. Ja. Und dein Freund ahnt von all dem gar nichts? Nee, der weiß davon nichts. Und du lügst ihm dann irgendwelche Geschichten vor und sagst, ich habe bei einer Freundin geschlafen oder es war sehr nett oder wie auch immer? Ja, nö, das muss ich eigentlich gar nicht. Also wir sind beide sehr freiheitsliebend. Ja? Und ja, der fragt mich eigentlich auch gar nicht so oft, was hast du gemacht? So aber er geht davon aus schon, dass du treu bist? Davon geht er aus, ne? Ja. Du gehst davon ja auch aus, dass er treu ist? Ja. Bist du wahnsinnig? Was machst du da? Ja, ich weiß es nicht. Aber also, hallo? Also der ist mir auch vor 1,5 Jahren schon fremdgegangen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so eine Trotzreaktion von mir ist, aber ich kann mir das gar nicht so vorstellen, weil... Wie oft ich habe dem das verziehen und wenn er mir sagt, dass er mich liebt, dann glaube ich ihm das auch. Und wenn ich ihm das sage, dass ich ihn liebe, dann stimmt das ja auch. Ja. Wie oft ist er dir damals fremdgegangen? Ein einziges Mal? Zweimal mit derselben. Zweimal mit derselben. Ja. Gut, kann mal passieren. Wie ist es rausgekommen? Hat er es dir gesagt oder ist es irgendwie so? Er hat es dir sogar gesagt. Ja, er war so ehrlich. Er war so ehrlich, was ja auch ein netter und guter Charakterzug dann ist, ne? Ja. Und jetzt haust du so voll auf die Kacke. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Trotzreaktion ist oder so. Also ist mir auch völlig wurscht. Ich finde das gar nicht so. Ja, mir ist das auch völlig wurscht, was für eine Reaktion das ist. Ich sehe nur die Fakten, dass du einen Freund hast, mit dem du so lange schon zusammen bist, den du lieb hast. Mhm. Hast du. Sehr lieb. Ja. Warum so ein Zögern? Also hast du ihn lieb? Liebst du ihn noch? Ja, 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 natürlich. Ganz, ganz, ganz klar, ganz definitiv. Ja, ja, ja. Und gehst, gar kein Zweifel. Ich kann das gar nicht so schnell zusammenrechnen, wie viel Typen du jetzt schon durchs Bett gewandert bist. Ja, mir fällt das auch schwer, darüber zu reden, weil ich mich auch selber schlecht finde für viele dann. Jetzt sagst du, ich weiß das nicht, ob das eine Trotzreaktion ist. Ja. Jetzt versuch doch mal noch ein bisschen weiter in dich zu gehen. Was könnte es denn sonst sein? Ist es, ich sag's jetzt mal ganz provozierend und ganz plump, ist es Geilheit? Ja, es ist eigentlich mehr so der Kick, dass ich, ja, weiß ich nicht, so viele bekomme, sag ich mal. Ach so, Erfolgserlebnis hier nach dem Motto, ich kann jeden haben. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber also die kommen ja auch dann auf mich zu. Ich gehe ja jetzt nicht in die Disco, dann mit der Absicht, irgendwann einen abzuschleppen. Nee, aber du bist dann schon gebauchpinselt, wenn da die knackigen Kerls auf dich zukommen und dich haben wollen, dich anbaggern. Mhm. Macht dir der Sex denn dann auch Spaß oder ist es nur so eine Verpflichtung, die dann noch dazugehört?
Ja, nee, das macht mir schon Spaß. Ja. Ganz ehrlich, aber ich fühle mich danach auch immer schlecht, weil ich dann immer an meinen Freund denken muss. Ja, natürlich. Vollkommen klar. Ja. Wie sieht's denn mit dem Schutz aus? Schützt du dich wenigstens? Ja, ich nehme die Pille und immer Kondom also. Und immer Kondom? Ja. Pille allein reicht ja nicht aus zum Schützen. Eben. Mhm. So, und wie soll es jetzt weitergehen? Die nächsten 10 Jahre so weiter? Ja, das weiß ich nicht. Mal übertrieben ausgedrückt und gefragt. Das weiß ich selber nicht, wie das weitergehen soll. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, aber es wäre ja schon eine Zeit, mal ein bisschen nachzudenken. Du bist eine erwachsene junge Frau von 18 Jahren. Mhm. Und wenn man eine Verbindung, eine Beziehung hat, trägt man auch immer eine Verantwortung, finde ich. Ja. Und wenn man gerne viel Sex hat und tolle Erfolgserlebnisse einfahren will, finde ich auch in Ordnung. Ist auch nichts gegen einzuwenden. Aber dann nur, wenn man solo ist. Da muss man sich für einen, muss man sich entscheiden. Entweder entscheide ich mich für eine Beziehung und lebe das Leben einer Beziehung. Oder ich gehe auf die freie Wildbahn und schieße ab, was abzuschießen ist und habe eine gute Zeit eine Weile. Ja, aber ich kann mich von beidem nicht trennen. Du kannst. Was meinst du, wie schnell du dich kannst, wirst trennen können, wenn du dieses deinem Freund sagst? Dann ist nicht mehr die Frage, ob du dich trennen kannst, dann trennt sich ein Freund von dir. Ja, eben. Ne? So ist das nämlich. Und wie stehst du dann da? Aber wie? Der geht immer dort davon aus, die Melanie, das ist meine Freundin, das ist meine tolle Frau. Und wenn die wüsste, dass du jetzt schon 50, 60 Mal mit, das hat ja, so eine Zahl muss man ja fast nennen, das ist ja wahnsinnig. Mhm. 40 Mal oder so. Fremdgegangen ist, spuckt er dir entweder wirklich oder symbolisch ins Gesicht. Und das war's dann. Und zu Recht macht er das. So. Ja, das würde ich auch einsehen, aber ich will ihn damit nicht verletzen und ich will ihn auch auf gar keinen Fall verlieren. So, aber man kann nicht dastehen und sagen, ich will alles. Ja, ich bin zu schwach, glaube ich. Nee, du bist zu unkonsequent. Du bist nicht konsequent. Ich bin zu schwach, ist auch, hört sich auch schon wieder so toll an. Ach, ich bin so schwach, ich kann gar nicht anders. Verdammt nochmal, du kannst anders, wenn du willst, Melanie. Hundertprozentig. Wenn du für dich eine Entscheidung triffst, du hast sie ja noch gar nicht getroffen. Du lässt dich ja völlig treiben im Moment. Du lässt dich verwöhnen in deiner Beziehung, da ist dein warmes Nest, da ist dein Freund, da ist die Sicherheit, da ist die Geborgenheit, die Vertrautheit. Und da ist der Kick, das Erfolgserlebnis, die Abenteuerlust, der Sex. Alles ist auf der anderen Seite da. Und du lässt alles laufen und lässt dich von allen Seiten verwöhnen quasi. Ja. So, das muss ein Ende haben. Sonst wünsche ich dir, dass ganz schnell das rauskommt und das, oder dass dein Freund vielleicht sogar heute Abend zuhört. Besteht denn die Gefahr? Nee. Ich finde es schon sehr mutig und krass von dir, dass du das hier so in aller Öffentlichkeit erzählst. Ja, meine Freundin, bei der ich jetzt gerade zu Hause bin, ja? Mit der gucke ich das auch immer, so deine Sendung, und die hat mir auch geraten. Also ja. Anzurufen. Aber die Gefahr besteht ja schon, dass dich jemand an der Stimme erkennt und das deinem Freund sagt. Ja. Ne? Versteht schon. Ja. So. Was sagt denn deine Freundin? Freundinnen haben meistens immer gute Meinungen, kluge Meinungen. Was sagt deine Freundin denn zu deinem Leben? Ja, ich kann dir die ja mal kurz geben. Ja, gib sie mal kurz. Mhm. Okay. Ja. Hallo? Das ist die Freundin von Melanie. Ja, genau. Ich bin ja. Stefanie, bin 20 Jahre alt. Stefanie, 20 Jahre alt. Ja. Ich habe gerade die Melanie gefragt, was du denn zu ihr denkst und über sie denkst und über ihr Leben denkst. Ja, also ich habe so voll Angst um meine Freundin, weil ich finde, sie und ihr Freund, die sind echt ein gutes Paar. Und ja. Ich habe voll Angst, dass sie ihren Freund jetzt verliert, weil ich weiß genau, sie liebt ihn wirklich und ich habe echt Angst um sie jetzt. Was rätst du ihr denn? Ha? Welchen Ratschlag gibst du ihr denn? Ja, dass sie aufhören soll damit oder ihrem Freund das erzählen soll, dass sie ehrlich sein soll. Ja. Ja. Aber sie hört ja nicht auf mich. Ja. Hast du gedacht, rufen wir da mal im Radio und beim Fernsehen an? Ja. Ja, also, ich habe ja schon oft mit ihr gesprochen, aber sie hört mir irgendwie nicht zu. Sie macht immer weiter, als wenn sie so einen Drang danach hätte, immer fremd zu gehen. Ich verstehe das nicht. Also wir beide sind im Prinzip einer Meinung, das merke ich ja. Schon. Gut, Stefanie, gib mir die Melanie bitte nochmal. Alles klar. Ja. Melanie. Das dauert ein bisschen was mit der Übergabe. Melanie. Also ich habe gerade gehört, dass die Stefanie im Prinzip auch das denkt, was ich denke. Ja, das sagt sie mir auch ziemlich häufig. Und jetzt musst du auch eine Entscheidung fällen für dich, eine Konsequenz ziehen. Sonst kannst du dir irgendwann auch wirklich nicht mehr in die Augen gucken. Das ist so ein Betrug, den du da an deinem Freund begehst. Es ist so schäbig, was du machst, wirklich. Mhm. Es
Es ist richtig, es ist richtig mies. Also da gibt es auch nichts zu beschönigen. Ich möchte nicht in der Haut von deinem Freund stecken. So, was kann man jetzt machen? Jetzt kann man machen, dass du ihm das sagst. Ja. Nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit schießt er dich auf den Mond danach. Ich weiß nicht, wie er drauf ist, aber ich weiß es nicht. Du kannst es auch unterlassen und du kannst sagen, ich mache es ab heute mache ich es nicht mehr und konzentriere mich ganz auf meinen Freund. Und versuche das durch gutes Verhalten alles wieder irgendwie gut zu machen, ohne dass ich es ihm gesagt habe. Der letztere Weg ist vielleicht der einfachere Weg und du riskierst nicht die Trennung. Der erste ist der rigorosere Weg. Ja, das stimmt. Der erste ist der rigorose und die Chance, dass er bei dir bleibt, ist, glaube ich, äußerst gering. Aber du musst etwas tun, Mensch. Du kannst nicht wirklich so in dieser miesen Verhaltensform weiterleben. Irgendwann kommt es doch sowieso raus. Ja, das ist mir ja auch schon bewusst, ne? Dass irgendwie, ich das nicht weitermachen kann. Ja, irgendwie kommt es doch raus. Irgendjemand quatscht oder irgendjemand kennt dann den und dann kommt es dahin und dann stehst du noch blöder da. Wenn man einen eklatanten Fehler gemacht hat, ist es immer noch besser, man bekennt sich dazu und macht die Flucht nach vorne und sagt, hier, ich hab Mist gebaut. Ich weiß nicht, was für ein Teufel mich geritten hat, aber ich habe es gemacht. Das ist immer noch besser, als wenn es irgendwie hintenrum rauskommt und man steht da völlig besudelt und wirklich klein wie eine Wurst da und alle lachen nur noch. Ja. So, Melanie, ich habe dir alles gesagt, was ich dazu finde, was man sagen kann. Stopp, stopp, stopp mit dem Leben, was du da führst. Okay. Ne? Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Sabrina. Und Sabrina ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sabrina. Dein Thema? Mein Thema ist, dass ich bisexuell bin. Das ist ja erstmal ganz okay, oder? Ja, schon. Oder ist das ein Problem? Ja, wie man sieht. Also, mein Freund hat auch kein Problem damit. Also, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren in einer Beziehung. Mhm. Bin im Oktober des Jahres wegen meinem Freund auch nach Frankfurt gezogen. Ja. Und ja, er hat kein Problem damit, nur... Was heißt das denn? Du bist in einer Beziehung und du sagst, ich bin bisexuell. Ja. Nun kann man ja in einer Beziehung sein und dennoch bisexuell sein, ohne die Bisexualität auszuleben. Lebst du sie aus? Ich habe ein sexuelles Erlebnis bis jetzt in der Beziehung mit einer Frau gehabt. Ja. Das war mein erstes und mein letztes bis jetzt. Ja. Okay, wo fangen jetzt die Probleme an? Hast du Sehnsucht, das noch häufiger zu erleben? Ja, das ja. Also ich habe schon das Verlangen danach, in der Beziehung mit einer anderen Frau oder mit einem Mann zu schlafen. Also auch mit einem anderen Mann? Ja. Also du hast sexuelle Bedürfnisse, die über eure Beziehung hinausgehen? Genau. Ja. Und das Problem ist halt jetzt bei mir, dass wenn ich mit einer anderen Frau oder mit einem Mann schlafe, mein Freund auch mit einer anderen Frau schlafen möchte. Und damit komme ich nicht klar. Hallo, wir Egoisten, ne? Wir wollen alles immer haben. Ich habe auch keine Ahnung. Und dann aber, wenn der andere dasselbe Recht vielleicht beansprucht, dann, nee, das geht nicht, das kann ich nicht, das halte ich nicht aus und das macht mir zu große Sorgen und Schmerzen und so. Warum denn? Ich weiß es nicht. Dein Freund, du sagst, dein Freund hat damit keine Probleme. Nein. Auch als du einmal mit einer Frau dann was gemacht hast, hat dein Freund gesagt, okay. Er war dabei. Er war dabei sogar. Er war dabei. Ja. Ach, das war ein Dreier. Ja. Gut, das ist natürlich noch was anderes. Da hat er ja auch was von gehabt. Ja, nicht viel. Nicht viel? Nein. Was heißt das? Er hat daneben gesessen und ihr mal mit Mädels habt es euch schön gemacht, oder wie? Nein, als ihr angefangen habt, sie oral zu befriedigen, habe ich gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Ich konnte es nicht mit ansehen. Ach so. Mhm. Na gut, aber er hat insofern etwas davon gehabt, weil er euch hat zugucken dürfen. Ja. Das schon. Mhm. Ja. Ach so, dann wollte er auch an das andere Mädel ran und dann hast du gesagt, jetzt, hier ist Schluss. Genau, ja. Mhm. War er sauer dann hinterher? Nein, er hat halt nur gesagt, ich soll mich entscheiden, was ich möchte. Hat er recht. Ich habe ihm auch klipp und klar gesagt, ich meine, ich habe Verständnis dafür, dass er so reagiert. Kann ich ihm ja überhaupt nicht übel nehmen. Und ich habe ihm auch gesagt, ich würde gerne wieder einmal mit einer Frau oder mit einem Mann schlafen. Ja. Und ja, das ist halt für mich jetzt tabu. Ansonsten wäre halt die Beziehung beendet oder... Sagt er.
Ja, oder wir entscheiden uns zu einer offenen Beziehung. Finde ich fabelhaft, was dein Freund sagt. Ja, aber genau. dieses mit der offenen Beziehung, ich kann das nicht. Nee, was heißt denn auch offene Beziehung? Ihr könntet beispielsweise so eine Dreier-Situation oder gar eine Vierer-Situation mit zwei Pärchen. Ihr könntet dieses Jahr eben immer gemeinsam machen. Also offene Beziehung könnte ja auch bedeuten, jeder geht zu seinen eigenen Wege. Das muss ja nicht sein. Ja. Ihr könnt ja, wenn, eine Entscheidung treffen, okay, wir machen unsere anderen sexuellen Erfahrungen, machen wir aber gemeinsam. Das heißt, wir beiden, Sabrina und der Freund, wir beide sind immer zusammen. Hm. Und da kommt dann noch eine Frau oder ein Mann oder beide sogar dazu. Ja, das ist das Problem. Sobald ich ihn sehe mit der Frau, ja, da ist bei mir Ende. Ich kann das nicht sehen. So. Da kommt so eine Eifersucht und so eine Wut in mir hoch. Warum kommt da so eine Wut in dir hoch? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Also er ist ein total lieber Mann. Ich will ihn auch nicht verlieren. Ja. Ich habe vor ihm total beschissene Beziehungen gehabt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und ich habe Angst, dadurch, wenn ich dann so eifersüchtig bin, dass ich dann irgendwann mal so reagiere und sage, ich kann es einfach nicht, es ist aus. Ja, aber wenn die Fronten so klar sind, Sabrina, dann gibt es ja wirklich nur die Möglichkeit, oder die eine Wahl ist, dass ihr euch wirklich auf eine monogame Beziehung einigt. Mhm. Dein Freund wäre damit ja auch einverstanden, ne? Ja. Dann musst du zurückstecken, dann musst du dir die Sachen aus dem Kopf schlagen, hier auch mal mit einem anderen Typ oder mit einer anderen Frau was zu machen. Mhm. Oder es gibt die andere Variante, wie er es auch sagt, wir machen es irgendwie offen, wie auch immer. Ja, oder die dritte ist die schlimmste Variante, wir trennen uns. Ja, nee, das ist ja die ich nicht will. Ja, also es gibt im Prinzip diese drei Möglichkeiten nur. Ja. So, und da musst du eine Entscheidung fällen, für dich ganz alleine. Du musst es für dich entscheiden. Entweder übst du Verzicht und sagst, okay, dann ich auch nicht. Oder du gehst gegen deine Gefühle an und sagst, okay, wenn ich das von ihm verlange, dass er es erträgt, wenn ich mit einem anderen Typ rummache, dann trage ich das auch. Ja. Dann gucke ich ein paar Mal hin und beim zweiten Mal tut es weniger weh als beim dritten Mal und so weiter. Irgendwann ist es normal. Ja, ich glaube, dann entscheide ich mich eher dafür, dass ich dann zurückstecke. Okay, finde ich okay. Also ich finde, wenn du sagst, das ist ein guter Typ, ein guter Freund, ja, also einen guten Charakter, so, ja, dann ist meine Auffassung, diesen ganzen Sex-Schnickschnack, das ist alles nebensächlich. Ehrlich, ich finde es wirklich nebensächlich. Im Vordergrund muss wirklich die Qualität einer Beziehung und einer Liebe stehen. Ja. Und die muss Präferenz haben. Das muss das Wichtigste sein. Daran muss sich alles orientieren. Macht bloß nicht irgendetwas, was das kaputt machen könnte oder anreißen könnte. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Sex ist nicht das Wichtigste. Ja, stimmt. Nein, es ist wirklich nicht. Dieses ganze Gerede immer mit dem Sex, ja, okay, ist schön und toll, alles wunderbar. Aber das Wichtigste hier, das sind die Herzensgeschichten. Mhm. Und dass man irgendwie gleich auf gleicher Ebene tickt und dass man sich gut versteht. Ja. Dann entscheide dich für die erste Variante. Ja, monogam. Gut, Sabrina. Darf ich noch ganz kurz was zu der Melanie sagen? Bitte, ja, zu gerade. Ich meine, dass ausgerechnet ich das jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber sie soll sich dann doch mal vielleicht mit ihrem Freund zusammensetzen und drüber reden, ob es für sie nicht auch das Beste wäre, eine offene Beziehung zu führen, ja, wenn sie damit klarkommen würden. Ja. Ich habe nur wirklich Sorge, wenn sie, würdest du der Melanie raten, dass sie alles offen auf den Tisch legt, was passiert ist in den letzten Monaten? Man kann den Freund von ihr jetzt nicht einschätzen. Also ich würde es nicht tun, weil ich damit dann hundertprozentig rechnen würde, dass die Beziehung beendet wäre. Ja. Achso, interessant, das ist natürlich auch noch eine Variante, dass du sagst, sie sollte mit ihm reden, offene Beziehung, ohne zu erzählen, was sie schon gemacht hat. Ja, das ist jetzt ein bisschen eine verzwickte Lage. Ja, natürlich, ja. Na gut. Sag. Ich hätte an ihrer Stelle schon Angst, wenn ich das jetzt sagen würde, was da alles gewesen wäre, dass er halt Schluss macht. Aber sollte ich vielleicht doch mal mit ihm zusammensetzen und über offene Beziehungen reden. Ich habe immer so ein bisschen die Vermutung, wenn die Leute hier bei mir solche wirklich krassen Dinge gestehen, beichten, dass sie auch so ein bisschen die Hoffnung haben, dass es über die Sendung auffliegt. Ja. Weil die Gefahr ist ja nur wirklich sehr groß. Ja, das stimmt. Ne? Dass sie keinen Mut haben, es direkt dem Betreffenden zu sagen, sondern über den Umweg der Sendung dann machen.
haben wir schon oft erlebt, habe ich hinterher Briefe bekommen und die Leute haben mir gesagt, eigentlich wollte ich das, wenn ich ehrlich bin. Und letztendlich bin ich dann froh, dass es dann auch alles so gekommen ist, wie es erahnt und erwartet habe. Ja. So, Sabrina. Ich habe die Reaktion auch. Ich habe auch schon einmal bei dir angerufen und da bin ich auch angesprochen worden im Nachhinein. Siehst du? Ob ich bei dir angerufen hätte. Ja, das schauen und hören schon sehr viele Leute. Obwohl es tiefe Nacht ist, haben wir ein großes Publikum. Denkt man nicht. Genau. Sabrina, alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, draußen im Lande 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft an oder mailt oder faxt unter 0800 220 50 51. Der Jochen ist hier. Der Jochen ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte mal ein Thema aufgreifen von letzter Woche, wenn euch das recht ist. Bitte, ja. Klar. Da hat letzte Woche, ich glaube, war auch auf dem Donnerstag, hat ein Mädchen angerufen, was Orgasmusprobleme hatte. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, klar. Und sie hat ja gesagt, irgendwie sie hat doch schon mehrere Beziehungen gehabt oder mehrere One-Night-Stands und was weiß ich was, aber kam halt nicht zum Orgasmus. Mhm. Ich habe dasselbe Problem mit meiner Freundin. Also ich glaube auch, beziehungsweise ich weiß von ihr, dass sie während dem Geschlechtsakt nicht zum Orgasmus kommt. Mhm. Sagt sie das auch oder ahnst du das nur so? Das weiß ich, das hat sie mir gesagt. Das hat sie gesagt. Mhm. Ich habe sie auch schon öfters darauf angesprochen. Ja. Ja, das Komische ist jetzt halt nur, dass wenn ich es oral mache, sag ich mal, oder manuell, mhm, dann geht's. Ja. Aber halt sonst im eigentlichen Akt nicht. Und ja, mich nervt das tierisch, weil sie ist mir wirklich die wichtigste Person auf der Welt und ich möchte das nicht alleine immer genießen, sag ich mal. Also es ist dann, ich fühle mich halt ein bisschen leer, sag ich mal, wenn ich dann im Endeffekt befriedigt da bin und sie nicht. Wie alt ist sie? Sie ist 17. 17. Mhm. Wobei ich ja schon gut finde, wenn es über den oralen Weg funktioniert oder eben manuell funktioniert. Mhm. Das ist ja schon mal was. Ja, das versuche ich mich auch immerhin zu retten. Ja, nee, das ist ja schon mal, ich würde mal fast so sagen, das ist ein Anfang. Mhm. Wenn das auch nicht klappen würde, ist es ja noch viel frustrierender. Das ist richtig. Und ich glaube ja, dass man über diese Technik, über die manuelle Technik oder die orale Technik, dass man sich da viel auch abgucken kann für den Geschlechtsakt. Dass man vielleicht die Erfahrungen, die man auf der Ebene sammelt, sofern man es übertragen kann, kann man ja so ein bisschen auch auf den Geschlechtsakt halt dann rüberzieht. Mhm. Ja, nur, weiß ich, sie sagt immer, beziehungsweise sie ist selber der Meinung, dass sie sich irgendwie nicht gehen lassen kann, nicht fallen lassen kann. Und ja, weil sie mich würde dann halt interessieren, irgendwie, falls du das weißt oder falls du eine Ahnung hast, wie ich ihr da irgendwie in irgendeiner Weise bei helfen kann. Ich glaube letztendlich, wie lange seid ihr zusammen? Wir kennen uns seit 6 Monaten, ja, schlafen aber jetzt seit 3 Monaten miteinander. Ja, ich glaube letztendlich, dass das immer eine Frage des Vertrauens ist. Und wenn jetzt nach so kurzer Zeit, wenn deine Freundin generell Orgasmusschwierigkeiten hat, es aber schon oral funktioniert, finde ich das wirklich, ich will dich jetzt nicht da irgendwie hinwegtrösten, ist das schon mal eine gute Sache. Mhm. Und wenn die Vertrauensbasis noch größer wird und die Chance für sie, sich auch besser gehen zu lassen, noch mehr gehen zu lassen, klappt das in einem halben Jahr? Sage ich jetzt mal so ein bisschen optimistisch. Ich will jetzt mal hoffen, dass es irgendwann... Ja, du kannst sie ja offensichtlich schon sehr schön verwöhnen, oral. Mhm. Das heißt, da kann sie sich ja schon fallen lassen und gehen lassen. Ja. Ja, ist doch gut, ist doch geil auch, ist doch ja, wunderbar. Klar. Nur, ja. Was mich auch jetzt mal, also was ich auch gemerkt habe, ist, dass mir so, weiß ich nicht, dass ich so nach 40 Minuten oder so, wenn es halt... zum eigentlichen Akt kommt und dann halt nach 40 Minuten da versagen dann halt die Kräfte, sag ich mal. Aber jetzt nicht in der Manneskraft, sondern mehr so in den Armen oder sonst irgendwo. Ja, gut. Also das von daher ist dann auch eine Grenze erreicht, wo man dann eine Pause braucht und das nervt dann auch halt. Ja, dann macht ja ganz einfach mal eine Pause zwischendurch. Ist doch wunderbar, wenn man das auch über mehrere Stunden ziehen kann. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Ja, das ist das Tollste überhaupt. Diese Zack-Zack-Nummern, die sind doch letztendlich langweilig. Päuschen zwischendurch machen, vielleicht was trinken und dann wieder von vorne anfangen und dass die Entspannung wirklich immer, immer intensiver wird und man sich irgendwann wirklich völlig fallen lassen kann und gehen lassen kann. Es gibt da natürlich keine goldene Regel für das, was du fragst. Mhm. Die Hauptüberschrift ist das, was ich ja gerade gesagt habe. Das ist die Vertrauensgeschichte. Mhm. Ich glaube, wenn man ein richtiges, tolles Vertrauen zueinander hat und sich wirklich fallen lassen kann, kriegt man die tollsten Orgasmen. Stimmt das? Orgasmen der Welt. Mhm.
Also ich würde sagen, das ist noch alles im grünen Bereich bei dir. Ja. Bei euch. Ich hoffe es. Ja. Okay. Jochen, alles Gute. Ja, danke dir Tschüss. Auch. Tschüss. Tschüss. Olaf, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian, schönen guten Tag. Ich grüße dich. Um was geht's bei dir? Ja, groß zurück. Hat wirklich überhaupt nichts mit Sex zu tun. Ist vielleicht mal was anderes. Und ein Problem habe ich eigentlich auch nicht. Ich rufe an, weil ich gleichzeitig im Kanon singen und pfeifen kann. Du. Ja, das sagen dann alle. Ich muss nachdenken. Ich kann gleichzeitig im Kanon singen und pfeifen. Da der nette Mann am Telefon sich, ich hatte gestern schon mal das angerufen. Das kann man nicht. Doch, das geht. Also man singt doch mit dem Mund. Gut, ich muss das noch ein bisschen eingrenzen. Ja. Also singen geht natürlich nicht, weil dafür muss man die Lippen bewegen. So. Aber man kann gleichzeitig einen Ton summen. Und ja, das kann man. Summen, wo summst du ihn? Ja, wie man das halt macht. Also man kann halt den Mund zu haben. Ja, stimmt, ja. Es ist übrigens tatsächlich so, dass, wenn ich das mal mache, so, das kommt meistens ganz gut an. Es ist wirklich so, dass dann alle Leute das dann auch probieren. Das kann ich mir vorstellen, das wird heute Abend bestimmt auch so sein. Also aber ich muss natürlich jetzt ran, ne, denke ich mal. Ja, nur langsam. Wir wollen die Spannung ja ein bisschen steigern. Ja. Natürlich musst du gleich ran und wie du ran musst. Aber gestatte mir noch ein paar Fragen vorher. Ja, aber sicher. wie bist du auf die Idee gekommen? Zufällig? Ich glaube, das erste Mal, weiß nicht, als ich früher mit dem Rad immer zur Schule gefahren bin, da habe ich das irgendwann mal festgestellt, weil wenn man dann so alleine fährt, ne, dann muss man ja schon so ein bisschen Zeit überbrücken. Ja. Und da habe ich irgendwann mal gemerkt, dass es halt geht, einfach nur so aus Scheiß. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kann man ja vielleicht ein bisschen kultivieren und dann vielleicht sogar mal einen Kanon probieren. Kanon, das erinnert mich an meine Schulzeit. Und ich fand Kanon singen immer irgendwie schwierig. Ne, das sind ja zwei verschiedene Stimmlagen und Melodien. Genau, die nacheinander so gesungen werden. Das fand ich schon schwer, wenn neben mir dann einer die erste Variante des Kanons sang und ich musste die andere singen und ich hatte die im Ohr und musste mich auf mich konzentrieren. Stimmt. Fand ich immer schwierig. Wenn ich mir das aber vorstelle, in einer Person ist es ja noch viel schwieriger. Der Mann mit den zwei Gehirnen, ja. So, jetzt muss der Mann mit den zwei Gehirnen ran. Welches Lied hören wir? Das ist wahrscheinlich der bekannteste Kanon der Welt, den wirklich jeder kennt. Bruder Jakob. Bruder Jakob. Du machst es nicht zu lang, ne? Wir wollen uns auch nicht langweilen. Nö. Ich mach's nicht. Ich mach mal die Kurzfilme. Ich hoffe, dass man beides hört. Das ist am Telefon so ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich probier's mal. Bruder Jakob, vorgetragen von Olaf. Alles klar. Bitte sehr. Ja. So, das war jetzt die Kurzversion. Also, jetzt habe ich gerade gedacht, das ist ja phänomenal. Dann habe ich aber auch wieder gedacht, vielleicht sind da zwei Leute am Telefon. Tja, wie soll ich das beweisen? Das ist natürlich ein Problem, ja. Ja. Also du bei deiner Seele, bei deinem Leben schwörst hier vor allen Leuten, dass du alleine da bist am Telefon und das wirklich gerade ganz alleine gemacht hast. Ja, ich schwör's bei meiner Seele. ja, auf jeden Fall. Also mehr kann ich ja nicht ja, machen. Ja, cool, finde ich gut. Okay. Ja, wirklich toll. Vielleicht mal eine kleine Abwechslung. So wirklich, ganz ohne Problem. Ganz ohne Problem. Einfach eine kleine Musikeinlage für Bruder Jakob. Okay. Danke, Olaf. Schönen Abend, tschüss. Noch schöne Sendung. Ciao. Ja, tschüss. Alexander, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Jo, moin, hier ist Alex. Hallo, Alex. Was ist denn dein Thema? Also bei mir geht es darum, dass meine Frau und ich, wir uns jetzt seit ungefähr 8 Wochen anfangen, körperlich anzugehen, zu schlagen und so. Und das hat sich ziemlich weit angespitzt, so dass sie heute sogar ausgezogen ist. Also sie hat erstmal ihre Taschen gepackt und ist halt jetzt erstmal eine Woche zu ihrer Freundin, weil die Gefahr einfach für beide zu groß ist, dass man irgendwo einfach mal eine Bratpfanne rumliegt und der andere sie halt über den Kopf kriegt. Ne? Wie lange seid ihr verheiratet schon? 6 Monate. 6 Monate erst? Mhm. 6 Monate erst und schon seit 8 Wochen, also seit 2 Monaten, geht's hoch her. Seit 2 Monaten geht das richtig los. Was heißt denn das richtig los? Also ich sag mal, wir schlagen uns nicht ins Gesicht oder so. Sie macht halt, sie kratzt halt mehr, ich halte sie fest und wir schubsen uns durch die Wohnung und aber die Gefahr ist einfach zu groß, dass irgendwann mal jemand die Faust ausrutscht oder so, ne? Ja.
Also es ist bisher noch nicht richtig was Schlimmes passiert. Nein, richtig schlimm ist nicht. Blaue Flecke und Kratzer und so haben wir schon davon getragen. Ne? Was sind denn, Alex, die Auslöser dafür? Die Auslöser, also ich kenne sie jetzt seit 2 Jahren und habe eigentlich von Anfang an schon versucht, immer mit ihr zu sprechen und dachte mir, weil sie halt auch noch jung ist, also meine Frau ist 17 und sie ist halt... Und das hat halt nie funktioniert, mit ihr vernünftig zu sprechen. Und wir haben jetzt vor 5 Monaten ein Kind bekommen. Und da kommen natürlich ziemlich viele Fragen auf. Es muss der Haushalt geklärt werden. Und viele Probleme, viele Belastungen. Ja, richtig. Ja. Und das muss man einfach besprechen. Und das war halt nie möglich. Und sie ist halt, dadurch, dass sie so jung ist, kann ich mir vorstellen, dass ihr das Reden einfach nicht so liegt. Und sie dann einfach versucht zu gehen, sie rennt ins Schlafzimmer, schließt sich ein und ich komme hinterher, versuche das Gespräch neu anzufangen und sie drückt sich dann manchmal einfach ein Kissen ins Gesicht oder so. Und einfach das wie weg, wie kleines Kind, was sich versteckt. Ne? Und daraufhin. Ja, aber vielleicht ist sie ja auch noch eher Kind als erwachsen. Nein, also in ihrer ganzen Person ist sie eigentlich schon relativ erwachsen. Es geht halt echt nur um das Sprechen. Ne? Wieso habt ihr denn so früh, so jung schon diese Schritte unternommen? Heirat, Kind, sie ist 17, du bist 22. Ja, also wir haben uns natürlich, was heißt wir haben, also ich hoffe, dass es noch so ist, dass wir uns eigentlich immer noch richtig dolle lieb haben. Und und das Kind kam dazu und ich bin eigentlich schon dafür, wenn das Kind da ist, dann stehe ich dazu und dann... War das Kind geplant oder ist es halt geschehen? Ein kleiner Unfall, ne? Ja, das ist aber nicht weiter, finde ich nicht weiter schlimm und ich stehe dazu und sage mir einfach, dann haben wir die Hochzeit einfach beschlossen, um zu sagen, hey, wir sind eine Familie und wir müssen da reinwachsen. Ne? Ja. Naja, es ist nicht schlimm, natürlich ist es nicht schlimm, aber die Frage finde ich immer schon sehr relevant. Warum entscheiden sich ganz junge Leute schon für solche festen Strukturen? Mein Gott, 17 Jahre! Da hat man eigentlich eine ganz andere Sache vor sich, als schon gleich Mutter zu sein und verheiratet zu sein, finde ich. Ich finde, dass man immer erst sich ausprobieren sollte und erst mal ins Leben rausgehen sollte. Ja, das und stimmt. Vielleicht ist das jetzt auch ein schöner Beweis oder ein trauriger Beweis, dass ihr das alles über den Kopf wächst. Da ist die Ehe, da ist der Alltag, da ist das Kind, da ist das ständige Zusammensein mit dir, was vielleicht auch viele kleine Probleme mit sich bringt, die für sie dann große Probleme werden. Ja, sicherlich. Ich meine, unsere Streitigkeiten sind dann eigentlich auch, es sind echt kleine Probleme. Ja, das glaube ich schon. Und das spitzt sich dann einfach hoch. Ne? Also so das Grundverhältnis zwischen euch beiden ist gut? Ja, das auf jeden Fall, ja, sicher. Eigentlich. Jetzt ist sie aber schon ausgezogen. Ja, was heißt ausgezogen? Also nicht ausgezogen, sie ist mal weggegangen. Sie ist einfach jetzt weg für eine Woche. Wir haben das dann, sind wir total im Streit auseinander und sie ist weggerannt und dann kam sie wieder. Wir haben uns dann auch noch einen Arm genommen, auf jeden Fall. Und sie sagte, ich gehe jetzt einfach eine Woche, bevor halt hier Schlimmeres passiert und da bin ich auch dafür. Was ja auch klug ist, ja. Und was auf jeden Fall gut ist. Ne? Sie hat das Kind mitgenommen? Ja, sicher, ne? Der ist ja noch am Stillen. Du hast den Eindruck, oder wahrscheinlich sie auch, dass euch diese Situation über den Kopf wächst im Moment? Ja, also irgendwie habe ich halt das Gefühl, wir bräuchten vielleicht jemanden, der mit uns über irgendwelche Dinge spricht, weil wenn wir alleine sind, dann reicht halt ein bestimmtes Wort und schon explodiert die Geschichte wieder, ne? Genau darauf wollte ich jetzt auch hinaus, Alex. Ich finde, dass ihr beide ja eigentlich schon sehr verantwortungsbewusst mit eurer Konfliktsituation umgeht. Nämlich ihr sagt so intuitiv, wir gehen erstmal auseinander, damit nicht noch Schlimmeres passiert und vielleicht ein Schaden eintritt, den man nicht so leicht reparieren kann. Ja, finde ich so intuitiv ein kluges und richtiges Verhalten. Und jetzt sagst du von dir aus sogar, eigentlich brauchten wir jemanden Neutralen, ne, so hast du es ja gerade mehr oder weniger gesagt, der uns ein bisschen zueinander führt, der uns hilft, uns zu klären. Ja, das ist richtig. So kann man es ja sagen. Und das ist halt meine Frage, wo es vielleicht solche Stellen gibt oder was du vielleicht noch für Ideen hast, was man in so einer Situation noch machen kann. Ich meine, wenn wir aufeinander kommen, dann knallt es wieder. Ja. Da hilft jetzt auch die Woche nichts, also kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, wenn ihr von außen keine Hilfe bekommt, ritualisiert sich das weiter. Das heißt, wenn sie in eine Woche zurückkommt, dauert es ein paar Tage und es knallt wieder. Ja, vielleicht geht es auch einen Monat gut, ne? Aber auf alle Fälle habe ich halt gemerkt, auch in unseren Streiten. Zum Anfang fing es ein bisschen an mit Schubsen und der nächste Streit beginnt sofort mit Schubsen. Ne? Also ich finde diese Idee, dass ihr zu einer Beratung, einer Eheberatung, einer Paarberatung geht, finde ich exzellent. Das ist der beste Weg erstmal. Und ich würde dich gerne weiter verbinden, jetzt gleich an meine Psychologin, die dir dann einige Anlaufadressen in deiner Umgebung geben kann. Ja, das ist nicht schlecht. Machen wir es so, Alexander. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Elke, heißt sie heute noch, ruft dich an. Alles klar, danke dir. Alles Gute. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.
Melanie, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, hallo. Melanie. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um meinen Freund, um den Bernd. Der ist, ja, wundert mich überhaupt, dass ich so cool drüber reden kann. Also ist noch gar nicht so lange her. Der ist am 29.10. verstorben, ganz plötzlich. Mhm. Ja. An was ist er plötzlich verstorben? Ja, also Herzschwäche. Wie alt war er? 35. Mhm. Ja, und Herzschwäche deshalb, weil also sein Opa ist mit 59 Jahren gestorben, sein Vater mit 51 Jahren und er ist da mit 35. Es war ganz plötzlich? Ja. Wusste er vorher von der Herzschwäche? Ist er behandelt worden daraufhin? Ja, der hat Beta-Blocker genommen. Also, ja. Das sind sehr starke, sehr, sehr starke Medikamente. Ja, also ich weiß gar nicht, wie die hießen. Die haben wir in meinem Badezimmer gehabt, da hat er morgens eine Vierteltablette genommen. Mhm. Und der war auch morgens meistens rappelig, wenn er aufstand. Dann hat er die genommen, dann ging es wieder gut. Und am 29.10. sagst du, in diesem Jahr ist er verstorben? Ja, das war der Mittwoch. Er hatte einen Herzschlag, einen Herzinfarkt bekommen, oder? Ja, so untersucht wurde es nicht. Soll ich mal kurz erzählen, wie es war? Ja. Also ich weiß noch, wir haben noch am Vorabend haben wir noch Toast Hawaii gemacht. Also ich werde nie mehr in meinem Leben Toast Hawaii essen, das schwöre ich dir. Mhm. Ja, und wir sind dann ins Bett gegangen, so kurz nach 12 und irgendwie eine halbe Stunde später fing der unheimlich an zu schnarchen. Das hatte der öfter. Mhm. Und dann habe ich den noch ein bisschen angegiftet und von wegen Bernd, hör mal auf zu schnarchen. Und der hat auch gar nicht viel dazu gesagt, sonst hat er immer zurückgemeckert. Ich ging dann ins Wohnzimmer und bin dann auch sofort eingeschlafen und so um 2:30 stand auf einmal im Raum. Ich weiß das nur noch so ganz vage und dann meinte er, Maus, mir geht's nicht gut, mir ist so warm, ich muss mich jetzt aufs Sofa legen, hier ist es ein bisschen kälter, ich nehme hier die dünne Decke, ich muss meinen Kopf auf irgendwas Hartes legen. Mhm. Ja, und dann sagt er, ja, weck mich morgen, weil ich den Wecker nicht höre. Ne? Der hat hier so einen kleinen Reisewecker, der steht hier auch noch, den gucke ich gerade an, mein Gott. Ja, und dann habe ich wieder ein bisschen rumgemeckert und von wegen, ja, eigentlich bräuchtest du ja die dicke Decke und ganz kurz noch flüchtig einen Kuss und dann bin ich ab ins Bett. Mhm. 5:20 schellte dann der Wecker und dann habe ich nochmal 5 Minuten weitergedrückt. Ja, und dann komme ich ins Wohnzimmer, Fernseh an und der lag da mit dem Rücken zum Raum. Mhm. Und ich gehe zu ihm hin, gebe dem Kuss auf die Wange, Bernd Bär, aufstehen, muss gleich zur Arbeit, nix. Habe ich mir erstmal nichts bei gedacht. Und dann, der war richtig kalt an der Wange. Und dann habe ich so eine Stirn gefühlt und habe gerüttelt, nix. Und dann habe ich an seinem Bauch gefühlt, der war noch warm. Mhm. Ja, aber da musst du doch spätestens schon alarmiert gewesen sein, ne? Immer noch nicht. Nochmal eben ganz kurz. Ich sag, da musst du doch spätestens schon alarmiert gewesen sein. Ja, als er dann wieder nicht reagierte und der war kalt. Und ja, nee, und ich dann also nochmal kurz gerüttelt und dann, dann habe ich noch wie blöd einen Föhn geholt aus dem Badezimmer und habe gedacht, der ist irgendwie, ja, keine Ahnung, der muss erstmal seinen Kreislauf wieder in Wallung bringen und ach, so. Wie absurd. Ja, blöd, ne? Hast du einen Föhn geholt und hast ihn angeföhnt? Ja, vom Rücken her, aber nur ganz kurz. Das hört sich total doof an. Ja, nur ganz kurz, so eine halbe Minute vielleicht. Und nix war. Und dann bin ich nach unten zu meinen Eltern. Papa, Mama, der Bernd ist tot. Und mein Vater dann erstmal ja ganz ruhig, ich gehe mal gucken. Ach, da hast du das Wort auch schon ausgesprochen. Da war plötzlich was schon klar. Es ist was ganz Schlimmes passiert. Ja, also der hat sich ja gar nicht gerührt, nix, ne? Mhm. Mund offen, also als ob er schläft, ne? Mhm. Und mein Vater ging dann nach oben und kam mir dann auf der Treppe entgegen. Und hat dann mit dem Kopf geschüttelt und dann bin ich erstmal auf der Treppe da zusammengesackt, ne? Und hab dann gesagt, mein Gott, nee, ich wollte ihn noch heiraten und bla bla bla. Dann haben wir einen Notarzt gerufen, dann kamen die auch innerhalb von 12 Minuten und Polizei war auch da. Und dann habe ich noch den Polizist, also der musste mir dann noch Fragen stellen, der Polizist, von wegen alles, keine Ahnung. Das ist doch eine natürliche Ursache. Ja, genau. Und dann habe ich noch gesagt, der Föhn war da, weil ich den wärmen wollte. Ich habe den nicht ermordet, habe ich noch gesagt. Ja. Mein Gott, ja. Und dann am 1.11., das war der Samstag, da war ich dann bei meiner Freundin und die hat mich dann aufgebaut. Die war auch heute noch hier. Wie lange wart ihr zusammen? 2 Jahre und 9 Tage. Am 20.10.2001 sind wir zusammengekommen. Jetzt werden sich ja ganz viele Leute sagen, Mensch, die Melanie erzählt das so, als erzählt sie von irgendeiner Reise, irgendwas Skurriles von der Reise. Nein, ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, wenn das ist ja so frisch, das ist 29.10., das sind nicht mal 4 Wochen her. Ja, mich wundert das selbst, dass ich so cool bin, ehrlich, Domian. Ja, ich glaube, dass das eine durchaus natürliche Reaktion ist oder eine normale Reaktion, dass manche Menschen so unter Schock stehen,
dass sie völlig locker und fast schon cool darüber erzählen können. Ja. Und vielleicht dieser Einbruch oder diese schwere Trauer erst irgendwann kommt, in ein paar Wochen. Ja. Hast du denn zwischendurch jetzt auch, dennoch, wenn du alleine warst, so Phasen gehabt, wo du völlig in dir zusammengesackt bist, ja, und geweint hast und, ja, gesagt hast, es geht nicht mehr weiter? Und ja, also erstmal habe ich gedacht, Mann, warum bist du nicht nochmal gucken gegangen? Aber ich meine, da muss ich mir eigentlich überhaupt keine Vorwürfe machen. Mhm. Nee, und am 1.11., das war ja Samstag, da weiß ich noch, da war ich bei meiner Freundin. Die wohnt auch nicht weit weg von mir. Ich bin mit meinem Auto gefahren, mhm, und haben wir uns ganz lange unterhalten. Und dann meinte sie noch, aber du tust dir doch nichts an oder so. Ne? Und ich so, nee, nix. Und sie so, ja, versprichst du mir das? Und dann habe ich noch gesagt, nee, versprechen kann ich nicht. Also wie blöd irgendwie. Und dann bin ich da wie im Tran raus. Und dann bin ich den Weg zur Arbeit gefahren. Mhm. Ne? Und dann habe ich plötzlich das Bedürfnis gehabt, bei ihm zu sein. Ich habe gesagt, Bernd, ich bin gleich bei dir. Und dann bin ich mit 30 Stundenkilometer in den Graben gefahren. Mhm. Plötzlich nur noch da so Sträucher vor mir. Und mein Auto lief noch, meine Scheinwerfer waren noch an. Und dann war erstmal gar nichts. Also 5 Minuten oder 10 Minuten, keine Ahnung, fuhren erstmal die Autos dran vorbei. Ich habe mein Gesicht dann hinter meinen Händen vergraben, war nur noch am Heulen, habe nur noch Bernd, Bernd gesagt. Und plötzlich öffnete sich die Tür, also meine Fahrertür. Und dann hat irgendeiner meinen Rücken befüllt und meinte, ja, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Und ja, ich sag, ich will zu Bernd, ich will zu Bernd. Und dann meinte er, ja, was ist denn passiert? Und dann habe ich dem dazu kurz erzählt, ja, dass mein Freund gestorben ist und bla bla bla. Und da sagt er, mein Gott, das tut mir leid. Dann hat er irgendwie da die Polizei gerufen, die war auch ganz schnell da. Ja. Und Notarzt war dann auch da, dann wollte ich überhaupt nicht aus meinem Wagen raus. Und dann meinte ich nur dauernd, ich will zu Bernd, ich will zu Bernd. Mhm. Dann haben die mich irgendwie ab in den Krankenwagen geschleppt. Ja, und dann sofort in die Psychiatrie. Mhm. Ja. Und wie lange warst du in der Psychiatrie? Ich bin, ja, letzten Freitag bin ich rausgekommen. Wie würdest du denn jetzt deinen Gefühlszustand selbst beschreiben? Immer noch völlig geschockt? Völlig neben der eigentlichen Realität? Ja, also komischerweise, also ich bin eigentlich, ja, wie soll ich das sagen? Also ich träume auch schon, dass er tot ist. Also ich habe es realisiert, mhm, aber ich denke immer noch, jetzt heute Abend, wo das Telefon klingelte, wo da eine Redaktion, ja, wo die angerufen hat, habe ich, ja, auch gedacht, mein Gott, Bernd, ich bin total blöd. Mhm. Und das Auto steht noch da und ich gucke auf die Uhr, ich muss jetzt Montag wieder arbeiten, mhm, und ich weiß auch genau, morgen Nachmittag gucke ich wieder, dass die Tür aufgeht und der steht im Raum, kommt von der Arbeit irgendwie. Aber das beweist ja wirklich, dass du alles andere als ich sag jetzt mal, ein bisschen wieder zu dir gekommen bist du überhaupt nicht. Ich glaube, dass du völlig noch, was auch sehr verständlich ist, nach so einem schlimmen Vorfall, nach so einem Unglück, ja, also, dass du völlig neben dir herläufst, rast quasi. Das also, erklärt es auch, dass du das so lockig alles erzählst. Ja, es wundert mich auch selbst. Mhm. Ich habe auch erst einmal wieder geweint, seitdem ich aus der Psychiatrie herauskam. Mhm. Und die meinten da auch, ich würde zu wenig trauern und ich wäre suizidal. Und ja, da meinte ich auch zu der Ärztin, na ja, wie soll ich denn sein? Soll ich sie anlügen? Ich bin so jetzt, wie ich bin. Und ja, jeder geht damit anders um. Aber sie hat wahrscheinlich recht, dass du vielleicht trauerst du auch zu wenig. Aber das ist natürlich leicht, jemanden einfach so dahin gesagt. Dann, ja, ne, was sollst du mit so einer Aussage anfangen? Ja. Zu sagen, okay, ja, dann trauere ich jetzt mehr. Aber da scheint ja irgendwas sehr verblockt in dir zu sein, dass es nicht geht. Hast du Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst? Ja, klar, meine Freundin, meine mhm, Cousine, meine Eltern, ganz klar. Ne? Mhm. Und heute habe ich die Sachen aus dem Kleiderschrank geräumt und die gehen jetzt ab nach SOS Kinderdorf oder irgendwie, keine Ahnung, da wurde irgendwie an so einer Schule gesammelt. Ja. Wie war das denn für dich, als du seine Sachen aus dem Kleiderschrank genommen hast? Ja, ich habe gedacht, mein Gott, irgendwie habe ich mich so, das war für mich irgendwie wie so ein Verrat, so nach dem Motto, jetzt, der ist ja noch gar nicht lange tot und jetzt räume ich schon aus. Ne? Hast du dabei geweint? Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel Trauer noch nicht ausgebrochen ist, Melanie. Ja. Das glaube ich. Ich glaube, dass du wirklich wie neben dir herläufst im Moment. Dass du Dinge tust und dich vielleicht selbst dabei beobachtest, wie du sie tust. Ja, das ist wirklich komisch. Mhm. Also, ja. Ich würde dir dringend empfehlen, das war ja schon so ein Signal, dass du hier angerufen hast. Ja. Ich würde dir dringend einen Ansprechpartner empfehlen, einen Psychologen. Wirklich.
Ja, das haben die zu mir auch gesagt. Die wollen noch überprüfen da vom Krankenhaus aus, weil ich ja früher rausgekommen bin. Die wollen noch irgendjemanden vorbeischicken, dass ich auch ja irgendwie in Behandlung gehe. Weißt du, Melanie, wenn es kein Psychologe ist, es muss ja nicht immer ein Psychologe sein. Es ja. kann auch eine, es kann auch, wir können gleich mal gemeinsam gucken, meine Psychologin und ich, was interessant für dich wäre. Es ja. kann auch eine Selbsthilfegruppe sein. Ja, sowas wäre besser. Ja, gut, wenn du dich besser fühlst bei sowas, musst du da hingehen, finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber dass du irgendwie in Kontakt mit Menschen kommst, seien es professionelle oder eben auch betroffene Menschen, mhm. die mit dieser Thematik ganz nah vertraut sind, das finde ich wichtig. Ja, ich denke. Damit auch. Du zu dir kommst, damit du trauern kannst. Ich glaube, du hast noch in all diesen Wochen noch kein Mal richtig getrauert. Und das gehört ja dazu, um das alles zu verarbeiten. Ja. Du legst auf. Ja. Meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Ja, danke. Und ihr werdet was finden, ich bin ganz sicher. Die Elke wird eine gute Anlaufadresse für dich haben. Ja, das wäre lieb, danke schön. Alles Liebe von Herzen. Danke schön. Tschüss, Melanie. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und hier ist Gabi. Und Gabi ist 34 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Gabi. Und zwar geht es um Folgendes. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Ein halbes Jahr, nachdem wir zusammen waren, stellte sich so langsam raus, dass er so SM veranlagt ist. Wie und stellte sich das so langsam raus? Ja, er kam dann mal so mit, ja nicht Handschellen, aber mit Fesselspielen und sowas um eine Ecke, so per Video. Kam dann so kleine Hinweise, dass er das dann auch mal ausprobieren möchte und. Aktiv, passiv? Er aktiv und ja. ich sollte die Sklavin sein. Ja. Und ja, dann habe ich mich da aus Neugierde darauf eingelassen. Ah, also du warst nicht am Anfang direkt geschockt, sondern hast gedacht, vielleicht ist das auch was für mich. Ja. Ja, ist okay. Und dann? Ja, und jetzt im Laufe der Zeit kam das halt so. Ich bin jetzt also an einem Punkt, wo ich mir am Überlegen bin, ob ich das jetzt bin, den er da noch liebt, oder das, was er in mir sieht. Weil wir haben uns in letzter Zeit öfters mal verkracht. Ja. Und er kam dann immer an und wollte die Beziehung retten, trotz dass er auch der Meinung war, das hätte so keinen Sinn, da müsste sich einiges ändern. Ja. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt die Lustsklavin in mir sieht ja. oder wirklich seine Partnerin. Verstehe die Fragestellung. Aber erklär doch uns nochmal, nach einem halben, ihr seid 2 Jahre jetzt zusammen. 2,5 Jahre. 2,5 Jahre zusammen, genau. Und nach einem halben Jahr fing das so an. So, nun ja. sind ja dann 2 Jahre vergangen bis heute. Mhm. Bist du jetzt, wie du es gerade schon so ein bisschen gesagt hast, bist du jetzt richtig seine Lustsklavin geworden? Hat sich das so entwickelt in den Jahren? So, wenn ich da jetzt zurückgucke, ja, würde ich sagen, ja. Also euer Sex ist definiert wirklich auf dieser SM-Schiene? Ja. Ihr habt kaum oder gar keinen normalen Sex? Kaum. Und der ist also nicht so prickelnd, das dauert dann maximal so 3 Minuten und das war es dann. Im Prinzip musst du dich fesseln lassen, du wirst gepeitscht. Ja, gepeitscht nicht, aber so fesseln lassen. Er hat dann auch extra dann damals für die Hände und für die Füße dann halt extra Maschen geholt. Ach so, sowas. Mhm. Und Ketten und hatte dann auch im Schlafzimmer, im Türrahmen dann auch Ringe dran gemacht. An die du rangehängt wirst? Ja. Ja. Mit Ketten und halt, und dass ich quasi wehrlos war ja. und er dann machen konnte, was er wollte. Wie oft hängst du da in der Schlafzimmertür? Also in den letzten 2 Monaten eigentlich gar nicht mehr. Ja. Weil ich hatte einen Oberschenkelhalsbruch. Ach so. Muss ich dazu sagen, da ist das schlecht. Na gut, aber dann hat er andere Praktiken bevorzugt. Jo. Ja. Also was bei ihm auch wichtig ist, wenn ich am Wochenende bei ihm bin, also wir wohnen nicht zusammen, mhm. Dass ich dann am besten direkt sofort nach oben laufe, Minirock, Strapse anziehe. Ach so. Und mich also aufreizend aufdonner. Bekannte sagte schon, ja, ich weiß, der hat so einen Hang zum Nuttigen.
Ja. Geht das denn so weit, dass du dann letztendlich auch, bevor es überhaupt zur Sexualität und zu sexuellen Handlungen kommt, nachdem du dich umgezogen hast, dass du dann auch schon so in der Rolle der Sklavin bist? Nee, das eigentlich, wenn ich in diesen Klamotten dann drin bin. Ja, das meine ich. Sobald du die Klamotten anhast, dann bist du in der Rolle. Ja. Ja. Also, und wenn das gleich immer der Fall ist, dass du die Klamotten anziehst, wenn du ihn besuchst, ist das ja über einen großen Zeitraum, dass du in dieser Rolle drin bist. Ja. Eigentlich schon, ne? Ja. Und daher deine berechtigte Frage, liebt der mich eigentlich noch? Ja. So wie ich eigentlich bin, Gabi? Ja. Oder ist der nur scharf auf dieses Produkt, was ich da spiele? Ja, das ist ja mein Problem. Ja, jetzt ist eine sehr wichtige Frage. Spielst du das wirklich alles für ihn? Oder hast du irgendwie auch Lust und Bock drauf? Nee, mittlerweile nicht mehr. Am Anfang, sag ich mal, war es der Reiz des Neuen. Mhm. Da fand ich das auch ganz interessant. Aber mittlerweile nicht mehr. Warum tust du es dann? Ja, das frage ich mich auch. Ich frag's dich nochmal, warum tust du es? Weiß ich nicht. Also du machst da etwas, wovon du eigentlich gar nichts hast. Im Gegenteil sogar, sich bei dir ein Widerwille aufgebaut hat. Ja, mehr oder minder. Das Einzige, was mich also noch dazu treibt, ist halt, dass der Sex dann quasi länger mit ihm ist. Dass er dann länger durchhält und nicht so schnell kommt. Mhm. Aber diese Spielchen, zu denen er dich treibt, also dass du dich nuttig anziehst, ja, dass du dich da fesseln lässt oder früher, als du die Geschichte noch nicht hattest, in der Tür hingst. Ja. Diese ganzen Sachen interessieren dich ja, wenn du frei entscheiden solltest, interessieren dich nicht. Nee. Die machen dich auch mittlerweile überhaupt nicht mehr scharf. Nee. Das machst du dann nur entweder ihm zum Gefallen. Ja. Oder eben, um hinterher dann doch noch auch auf deine Kosten sexuell zu kommen. Ja. Mhm. Aber ich finde, wenn du die Frage schon so stellst, liebt er mich als Person noch oder liebt er nur noch diese Rolle, die ich da ausführe, finde ich, sagt das schon sehr viel über deine kritische Einschätzung aus. Ja, das ist auch, wie gesagt, weil wir haben uns jetzt in letzter Zeit öfters gezofft und das fand ich gerade harmlos. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, dann ist es wohl besser, dass wir uns trennen. Mhm. Und er wohnt jetzt 10 Kilometer ungefähr entfernt. Und wenn ich ihm da irgendwie was auch am Telefon sage, dann steht er also 20 Minuten später vor meiner Tür. Und dann? Ja, und dann ist er dran, was ich denn jetzt wieder hätte, ob ich jetzt wieder einen Spleen hätte oder sonst was. Mhm. Also ich kann ihm auch sagen, was ich will. Das ist also für ihn alles nur Ausrede. Ich glaube, der junge Mann, wie alt ist er? Der ist 35. 35. Muss mal in seine Grenzen, in seine Schranken gewiesen werden. Ich würde an deiner Stelle, Gabi, überhaupt gar nichts mehr tun, wozu ich auch nicht richtig Lust hätte. Mhm. Ich würde alles zur Seite erstmal schieben, was mir unangenehm ist oder was mir überhaupt gar nichts bringt. Mhm. Und würde ihm das auch so sagen. Würde ihm sagen, pass mal auf, ich habe das eine ganze Weile jetzt auch noch für dich getan und... Aber es ist nicht mein Ding. Lass uns, wenn du interessiert an mir bist, und dann kannst du es nämlich testen, ob er wirklich an dir interessiert ist, lass uns eine Weile einen anderen Weg gehen. Ich bin dir jetzt sehr, sehr viel entgegengekommen in der Zeit, in den Jahren. Mhm. Und habe mich sehr auf dich eingestellt. Hast du ja, ne? Ja. Muss man so sagen. Aber wie, ne? Sexuell. So, jetzt bin ich Gabi. Ich bin jetzt am Zug. Wenn ich dir wert bin, und dann kannst du sehen, ob er dir wert ist, dann wird er dir entgegenkommen. Wenn er dir nicht entgegenkommt, wenn er das runterputzt und sagt, hier, was willst du denn schon wieder, stell dich nicht so an und so etwas, dann liebt er dich wirklich nicht. Ja. Das ist die Probe aufs Exempel letztendlich, was, wenn du dich so verhältst. Mhm. Aber das musst du auch durchziehen dann. Das musst du auch durchziehen. Der muss dich auch wirklich ernst nehmen. Nicht, dass der denkt, ach, naja, die rede ich jetzt mal wieder ein bisschen was und hinterher habe ich sie doch wieder in der Tür hängen. Ja, das ist auch bei ihm. Er weiß, ich sage ihm ja schon mal, dass ich das jetzt nicht so anziehen kann, dieses Nötige. Sag ich, was soll meine Tochter von mir denken? Weil ich habe auch eine Tochter noch. Mhm. Die ist ja dann am Wochenende auch da. Mhm. Und ja, auf jeden Fall dann einen Rock, ne? Wenn dann nicht zu kurz, dann halt einen längeren Rock, der, was weiß ich, dann bis zu den Knie geht, ne? Und hast du zu ihm auch schon mal gesagt, hier, zieh dir mal irgendwie eine knackige Jeans an oder ein
irgendetwas, ich will deinen Hintern sehen oder so. Hast du es auch schon mal gesagt zu ihm? Ja, aber er hat ja meistens nur Jeanshosen. Ja, oder irgendwas, was du besonders geil findest. Gab es das umgekehrt auch schon mal und ist er dann darauf eingegangen? Ja, er ist schon mal hingegangen, hat Stringtangas angezogen, was er so nicht anzieht. Ja. Ne? Aber das hatte dann auch wieder irgendwo seinen Hintergrund, sag ich mal. Ja, also ich glaube, wie sich das anhört, hast du immer eher alles so gemacht, wie er es wollte. Ja. Ja. So, und das muss jetzt ein Ende haben, Gabi. Nochmal zusammengefasst, ich würde alles das nicht mehr tun, was ich nicht tun will. Mhm. Und dann muss er sehen, dann wirst du sehen, wie er darauf reagiert und ob er wirklich an dir als Person und nicht nur an der Rolle interessiert ist. Ja. Zieh's durch. Knallhart. Muss ich das probieren? Ja, ich wünsche viel Glück dabei. Dankeschön. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, hier ist Filina, ne? Ganz einfach. Filina, stimmt das? Ja, hallo. Hallo, Filina, 25 Jahre alt. Ja, und zwar, was mir wirklich auf der Seele brennt, ist diese letzte Anruferin, die Gabi. Ja. Also ich kann ihr da nur echt einen guten Tipp geben, also sie solle damit aufhören, weil wenn der Mann dominant ist und er sie systematisch zur devoten Sklaven macht, dann bringt das nichts. Also der wird dann auch nicht mehr aufhören, weil umso mehr sie darauf eingeht, umso stärker wird sein Verlangen und sein Wille danach. Also somit bekommt er seine Bestätigung, dass er auch das bekommt. Das heißt, du hast die böse Vermutung, dass es ihm um die Rolle geht und es nicht... Es geht ihm eigentlich dann mittlerweile nur um diese Rolle, er weiß, sie steckt drauf ein, sie macht mit und er würde das auch nicht mit sich machen lassen, weil wenn man dominant ist, dann wird man das durchsetzen. Sprichst du aus Erfahrung? Ja. Also genau andersrum, also in der Rolle. Du bist eine Domina. Nein, ich mache das eigentlich nur so aus Spaß. Aus Spaß an der Freude sozusagen. Also du bist keine professionelle Domina? Nein, nein. Aber du bist eine private Domina? Ja. Also in deinem privaten sexuellen Leben bist du eine Domina? Ja. Wow. Ja. Was ja auch nicht weiter schlimm ist. Nein, was das hat ja alles Grenzen irgendwo. Das ist ja auch nicht das Problem. Aber wie gesagt, man darf sich da nicht zu sehr drin in diese Rolle pressen lassen. Wie ist das denn bei dir umgekehrt? Kannst du auf einen Mann eingehen? Oder würdest du dich mit einem Mann weiter beschäftigen, der sagt, pass mal auf, das ist nicht mein Ding. Ich möchte das so nicht mehr. Oder würdest du sagen, nee, dann geht's eben auch nicht mit uns beiden? Ob das nun mein Freund wäre oder in Anführungsstrichen ein Klient, Kunde, wie auch immer. Auf was willst du hinaus? Also, dass du einen Kunden hast, davon gehe ich erstmal nicht aus, weil du gerade gesagt hast, du bist keine Professionelle. Ja. Ne? Also bist du doch ein bisschen eine Professionelle, wenn du das so sagst. Gelegentlich. Ja, natürlich. Gelegentlich. Ja, genau. Warum auch nicht? Nein, ich meinte es bezogen jetzt auf eine private Beziehung. Ja, natürlich. Also das hat was mit Vertrauen zu tun, sehr wohl. Ja. Und wenn derjenige das nicht möchte oder nicht kann, wie auch immer, dann sollte man das respektieren. Könntest du denn mit einem Mann zusammen sein? Könntest du einen Mann lieben, der nicht devot und nicht SM-mäßig veranlagt ist? Ja, natürlich. Das mein geht. Freund ist es zum Beispiel nicht. Ach, und das geht? Und das geht sehr wohl, ja. Da kann man die Rollen klar trennen. Und wo lebst du diese Ambitionen aus, die du hast, nämlich gerne Domina sein zu wollen? Sagen wir es mal so, jetzt im Moment lebe ich sie so nicht aus. Ich brauche es auch nicht ständig auch immer. Ah, also da kann ich klar, eine Linie ziehen, sagen wir es mal so. Ja. Und wie gesagt, wenn es sich anbieten würde, dann würde ich es tun. Aber ich muss es nicht. Also es ist nicht dieser Zwang dahinter. Ja. Ich mache das dann halt anders. Also indem, dass ich, weiß ich nicht, im Privatleben halt Dinge abkläre, dass ich sage, das möchte ich oder das möchte ich nicht. Ja. Aber halt nicht auf diesem sexuellen Gebiet gesehen. Erzählst du mir noch kurz, wie du das bei dir bemerkt hast? Du bist ja auch erst 25 Jahre alt. Ja. Dass du so in diese Richtung gestrickt bist? Ach, das war eigentlich ziemlich lustig gewesen. Also das ging mir eigentlich mehr um diese Klamotten, also so Korsett, Stiefel und sowas. Und dann war ich mit einem Freund von mir mal in so einem Erotikshop gewesen. Mhm. Und da sprach mich eigentlich die Verkäuferin drauf an, ob ich nicht mal einen bizarren Film machen möchte. Einen bizarren Film? Einen bizarren Film machen möchte. Und das habe ich dann halt abgelehnt, auch auf diese Konsequenzen hinaus, dass das dann doch Leute sehen würden, die es nicht sehen sollten. Ja, natürlich dann das Umfeld, aber so an und für sich, dass es mir gefallen würde. Und wie gesagt, dann haben wir das halt mal umgekehrt probiert. Der eine hat sich mal fesseln lassen oder dann mal der andere. Aha. Und dass es eigentlich so einen gewissen Kick gibt, aber man sollte so fing's an. So fing's an. Wie alt warst du da?
Oh Gott, ich weiß nicht, 21? 21, ja. Ja. Und dann hast du gemerkt, Mann, das ist schon doch eine interessante Sache? Das ist doch was Interessantes ist. Aber wie gesagt, man sollte diesen Rahmen nicht überspannen. Verstehe. Felina, jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Ja. Eine ganz kurze Frage noch. Rufst du aus Berlin an? Ja. Ich höre es doch. Ich mag euren Berliner Dialekt so gerne. Oh, danke. Ich höre es. Aber ich hätte noch ein privates Problem in dem Sinne. Geht nicht. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich weiß, dass ihr eine Psychologin da habt. Oh, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Tschüss. In der Technik, Michael Jansen, bis morgen. Tschüss. Aber nur ein paar Sekunden. 1 Uhr morgen, Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Tschüss.